So, da bin ich wieder und ihr wundert euch sicher, warum ich jetzt auch einmal hier bin. Das hat folgenden Grund, weil ich eine Aufnahme schon gemacht habe und dann ist die nichts geworden. Also was heißt, ist die nichts geworden? Die ist irgendwie korrupt. Das ist das falsche Wort im Deutschen. Sie ist auf jeden Fall kaputt gegangen und mehr oder weniger habe ich jetzt mal versucht, meinen Inventarstatus von davor wiederherzustellen. Das habe ich einigermaßen. Und jetzt würde ich mal munter einfach weiterspielen. So, ja. Ich bin jetzt hier auch irgendwo anders, aber wir haben ja jetzt nicht viel gemacht. Ja, ich war noch relativ am Anfang, deswegen werde ich jetzt auch einfach hier an dieser Stelle weitermachen. Oh, cooler Baum. Aber ich muss schon sagen, ich bin in einem coolen, an einer coolen Stelle gerade. Ich glaube, auch hier irgendwo werde ich das Haus bauen. Aber jetzt werden wir einfach mal ein wenig nochmal Holz hacken. Das hatten wir sowieso vor, beziehungsweise hatte ich sowieso vor. Und dann werde ich mal schauen. So. Ich gehe mal hier runter. Und hack hier die ganzen. Ohne Höhle. Das kommt eigentlich gerade gelegen. Und was ist das? Oh mein Gott. Okay. Dann bauen wir uns mal eine Steinaxt. Ich sag immer Spitzhacke statt Axt. Das ist eine komische Angewohnheit. Ich hoffe, es fällt gar nicht auf. Fällt bestimmt nicht auf. Außer den Klugscheißern. Nee, Spaß, ist schon okay. Ich setze auch hohen Wert auf Präzision und Korrektheit, von daher darf man das ruhig anmerken. So, ich hack mal die ganzen Bäume hier weg. Ich würde sagen, ich hacke so lange Bäume, bis meine Spitzhacke kaputt. Ich sag schon wieder Spitzhacke. Ich glaube, ich mache einen Spitzhacken-Counter rein, also wenn ich stattdessen eigentlich Axt sagen sollte. Wäre mal ganz lustig zu wissen, wie oft ich das falsch sage. Naja, egal. Jo, und dann werde ich eben meine erste Hütte bauen. Wie ich die bauen werde, habe ich keine Ahnung. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie man das in Minecraft am besten löst. Ich muss es sagen, ich weiß nicht, wie gut ich hier, wie kreativ ich überhaupt sein kann. Aber das werden wir dann ja alles sehen. Ja. Kreativität. Habe ich übrigens auch mal gelesen, dass Kreativität ist nicht etwas, was einem in die Wiege gelegt wird, sondern das besteht auch durchaus darin, dass man relativ viel Inspiration mitnimmt. Also kein Künstler ist vom Himmel gefallen. Also so habe ich das jedenfalls mal gelesen. Also lasst euch da nicht verarschen, wenn es ihr könnt. Ich denke, jeder kann künstlerisch einigermaßen gut drauf sein, wenn er eben sich einfach bemüht. So. Was rede ich mal hier wieder für einen Blödsinn? Aber die Spitzhacke ist erst drei Viertel leer. Aber es soll uns ganz recht sein, denn ich kann nicht genug Holz brauchen. Und das ist jetzt hier Oakwood, also Eichenholz. Oder? Oak? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es auch mal auf Deutsch stellen eigentlich. Dann wüsste ich, was ich hier alles lese. Und gut. Jo, wie viel Holz habe ich eigentlich? 48 erst, okay. Und wie gesagt, wir können auch wieder neue Bäume pflanzen, ist ja kein Problem. So. Wie ist eigentlich mit den Achievements? Getting Wood. Okay. Die werde ich dann auch nach und nach machen. Aber ich glaube, das ist irgendwie verbuggt. Also, meine ich zumindest. Denn irgendwann, irgendwie hätte ich eigentlich schon längst andere Achievements bekommen sollen, aber ist nichts passiert. Oh, ein Apfel, geil. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ist ja klar. Warum schaut ihr eigentlich so aggro? Ich meine, bitte. Du musst den ganzen Tag nur Mu machen, essen. Und dann schaust du so aggro. Also manchmal kann ich das Leben echt nicht verstehen. Ich schufte mich hier ab, hack hier Baum für Baum nieder und du. Boah, jetzt, ja. Es darf nicht angehen. Und du? Was mache ich mit dir? Hm? Was? Wie? Du willst nicht sterben. Sicher? Das hat auch seine Vorteile. Musst du wissen. Schau mich nicht so an. Hey, schau mich noch einmal an und
Okay, es war zu viel. Das war mir einfach zu bedrohlich. Tut mir leid. So, die ganzen Setzlinge einsammeln. Ich glaube, ich stelle es nach wirklich auf Deutsch. Weil ich denke immer, ich will Sapling sagen und dann sage ich das deutsche Wort und so weiter. Das ist ein bisschen nervig. So. Ich habe voll Bock, irgendwie Diamant schon zu sammeln. Irgendwie habe ich auch voll vieles Bock und ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Kennt ihr das irgendwie? Das vor allem bei Rollenspielen so. So. Gut, jetzt habe ich relativ viel Holz. Mal schauen, wie viel das gibt. Okay. Birchwood habe ich auch. Das habe ich auch. Okay. Jetzt haben wir schon mal vier Stacks, vier volle Oakwood Planks Stacks. Und das ist schon mal gut. Und hier sind ganz viele Schweine. Und ich würde sagen, oh, da ist Kohle. Die nehmen wir natürlich mit. Denn dann können wir Fackeln bauen. Das war ja im letzten Part irgendwie das Nervige, dass ich kein Licht machen konnte. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu schlimm gewesen, dass ihr nichts seht. Aber ihr habt auch nicht viel verpasst, muss ich sagen. Und ja. Aber ihr habt jetzt relativ viel Kohle. Und Kohle. Also es ist so, dass Mineralien gibt es immer. Also in verschiedenen Höhen gibt es unterschiedliche Materialien. Mit F3 kann man sehen, wo man gerade ist. In welcher Höhe. Aber das möchte ich jetzt mal nicht zu oft benutzen. Viele nennen das auch Cheating. Wobei ich werde es wahrscheinlich schon ab und zu benutzen, um eben zu wissen, welcher Höhe ich bin. Aber ihr könnt es gerne entscheiden in den Comments, falls es euch interessiert überhaupt. Ob ich das benutzen soll oder nicht. Ist halt gewohnt, wie soll ich sagen, das erleichtert ein wenig die Arbeit. Und wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Und zum Beispiel gibt es Diamant nur von ganz, 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 ganz tief unter der Erde. Und Kohle gibt es irgendwie, glaube ich, überall. Also von ganz unten bis ganz oben. Und meistens ist so ein Kohleherd ganz schön groß, wie man hier sieht. Da hackt man ab und dann kommen immer wieder neue Blöcke, die man abpacken kann. Manchmal freut man sich, aber manchmal nervt es auch irgendwie. Weil irgendwann ist es ja mal gut hier. So. Und ich höre ein Skelett, toll. Ganz toll. Das hier irgendwo unten drin. Ich muss hier aufpassen. So, wo baue ich denn mein Häuslein? Da hinten? Ich muss immer diese Entscheidungsschwierigkeit, da ist eine Spalte. Sei ich ganz cool. Ja, ich würde mal sagen, ich baue hier irgendwo jetzt mal eine Hütte hin. Ja, hier, komm. Das ist doch egal. Da hinten habe ich auch Holz zum Hacken. Ich kann auch selber Holz mir bauen. Also setzen. Ist kein Thema. Ich mache jetzt hier einfach meine Hütte hin. Eigentlich wollte ich auch noch das Cobblestone dafür haben. Kann ich auch da hinten abbauen. Was ist da unten? So, jetzt baue ich mir erstmal ein paar Fackeln. Es geht mit Kohle und Holzstücken. So, jetzt haben wir genug. Oh. Dich behalte ich mal. Zack. Okay, dann hacken wir mal hier das ganze Stein weg. So viel brauche ich zwar nicht, aber ich möchte halt, ja, dass das Haus nicht einfach nur aus Holz besteht, sondern ein bisschen auch mit Steinen spielen. Ich habe keine Ahnung, ob das dann gut aussieht oder nicht. Aber, keine Ahnung. Mal schauen. Wie dem auch sei. Und dann, keine Ahnung, dann werde ich wahrscheinlich mal auch Truhen bauen. Das Bett werde ich dort hin. Scheiße. Mein Bett ist nicht mehr da. Hab es nirgendwo ein Schafe? Kann ich mit unterschiedlichen Wollen auch ein Bett bauen? Fragen über Fragen. Ne, wir werden es gleich mal testen. Und wenn nicht, dann müssen wir die Nacht so überleben. Wäre zwar ein bisschen blöd, aber egal. So. Aber es wird langsam schon dunkel. Ich sollte eigentlich mal anfangen zu bauen. Kommt, bauen wir einfach. Wird schon reichen. Und dann baue ich jetzt mal hier einfach mal
hier wäre es auch cool. Na egal. Baue ich mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sagte ich. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich bin gerade verwirrt. So, dich machen wir hier zu. Und jetzt nehmen wir Oakwood. Ich weiß es nicht. Ja, sieht eigentlich gar nicht so übel aus. Birchwood finde ich, glaube ich, ein bisschen hübscher. Aber es kommt auch auf die Situation drauf an. Also, das kann man nie so sagen, alles. So. Bauen wir jetzt gleich mal 3 hoch. Ich glaube, wir nehmen 3, ja. Wir haben ja genug Holz. Von daher muss es eigentlich gut gehen. Und ja, die Tür haben wir jetzt nicht gebaut. Ist ja klar, macht man auch im realen Leben so, dass man zuerst mal alles zubaut. Dann macht man auch nochmal ein Loch rein. Und dann baut man auf einmal die Tür rein. So mache ich es immer. Also ich bin Handwerker vom Beruf, müsst ihr wissen. Nee, Spaß. Also, okay. Ich blick's gerade nicht. Da machen wir die Tür rein. Nee, 1, 2, 3, 4. Okay, hier ist die Mitte, wenn ich das sehe. Okay, da muss hier die Tür rein. Boah, ich habe auch voll den Symmetrie-Tick. Das geht mal gar nicht. So, dann bauen wir uns nochmal eine Crafting-Table. Die stelle ich jetzt einfach mal hier in die Mitte hin, wo es überhaupt nicht stört. Dann noch ein paar Sticks, Wooden Sticks. So, und dann, was bauen wir dann? Noch eine... Nicht falsch sagen. Noch eine Axt. Und dann, was wollte ich denn jetzt machen? Eine Tür, genau, eine Tür. Das machen wir so. Eine Wooden Door. Da gibt es übrigens auch Unterschiede in der... Na, da wollte ich dich nicht drin haben. In der Stärke. So. Du kommst hier hin, genau. Also Eisentüren gibt es auch noch. Die sind halt resistenter gegen Schläge und was auch immer. So. Jetzt schauen wir gleich mal, ob das mit der Wolle so einfach geht. Ich weiß es nämlich nicht. Ah, es geht. Boah, perfekt. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich dachte, dass es nie geht. Ging das früher mal nicht? Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, keine Ahnung. Ich bekomme auch sowieso nicht die ganzen Neuerungen mit. Warum mache ich das jetzt eigentlich weg? Na egal. Okay, dann würde ich mal sagen, ich habe einen Button. Cool. Baue ich jetzt mal hier das Dings hin. Die, wie heißt es? Die Decke. Aber davor mache ich, glaube ich, noch sowas hier. Um dem Ganzen einen kreativen Touch zu verleihen. Oh mein Gott. Keine Ahnung, wie das aussieht. Ist mir jetzt auch egal. Und dann baue ich die Decke hin. So. Eigentlich soll das alles nur zwecksmäßig sein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich gerade so anstelle. Aber egal. So. Dann mal hier zubauen. Ja. Oder? Ja. Ich baue immer, wie gesagt, 3 Blöcke hoch, weil ich das nicht mag, wenn da so die Kopf direkt über die Decke ist. Wenn dann die Decke direkt über dem Kopf ist. Irgendwie, da bekomme ich Platzangst. Also virtuellen Platzangst. Virtuelle Platzangst, wohlgemerkt. Und das mag ich halt nicht. So. Und ja. Ich glaube, ich baue hier gleich mal auch Fackeln hin. Hier. Dann da. Und da. Nee, so. Ich glaube, so passt. Wobei, machen wir es lieber so. Okay. Wie dem auch sei. Hier oben bauen wir mal zu, damit keine Spinne reinkommt und damit wir in Ruhe schlafen können. Nach dem anstrengenden Tag. Und was könnten wir jetzt hier noch machen? Keine Ahnung. Holzboden? Ich weiß nicht. Wir könnten mal eine Truhe bauen. Oder mehrere gleich. Oh, machen wir gleich mehrere. Können wir nie genug haben.
3, 4, 5, 6. Komm, 6 Truhen reichen uns. So. Und wo mache ich die jetzt hin? Ich brauche, glaube ich, auch erstmal eine. Die wird es erstmal reichen. Mache ich die mal hier. Oh, fuck. Mach ich, wenn man zwei nebeneinander macht, wie ihr seht, hat man dann eine doppelt so große Truhe. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ich tue mal hier ein bisschen. Ich brauche auch einen Ofen, wäre auch nicht schlecht hier im Haus. Und da habe ich, glaube ich, gerade noch genug Stein dafür. Ja, hat gerade noch so gereicht. Und den mache ich dann mal, ja, hier hin. Und was mache ich jetzt hier? Da brenne ich jetzt erstmal das Fleisch an. Und hier tue ich irgendwie Zeugs rein, was ich jetzt nicht so brauche. So, die Wool brauche ich nicht. Sonst brauche ich eigentlich alles. Mehr oder weniger. Und dann gehe ich mal schlafen. Und dann schauen, was der morgige Tag quasi bringt. Da sind Monster noch übrig und hier irgendwo sind bestimmt Creeper. Warte mal, sag ich schon. Wartet mal. Hier, das bauen wir mal weg. Das braucht man nicht mehr. Und ja. Wie könnte ich das Haus eigentlich noch gestalten? Na, ist ja egal. Ich lasse mir was einfallen. Sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, aber egal. Und da hinten ist ein Kürbis. Den nehme ich mal mit. Der sieht nämlich cool aus. Damit kann man auch coole Sachen machen. So. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal bald in die Höhle rein. Aber ich werde da noch ein paar Vorkehrungen treffen. Mir die ein oder andere Spitzhacke bauen. Und den Creeper ledige ich erstmal, bevor mich nämlich stört. Oder er tötet sich selber. Das ist auch nicht schlecht. Und ja, hacke ich hier erstmal den ganzen Steinmist weg. Ich baue gleich noch eine Steinspitzhacke. Und ich hoffe mal, dass ich dann auch bald mal auf Eisen treffe. Und ja, das wird auf jeden Fall eine größere Höhlenkundungstour. Denn ich habe richtig Bock, richtig viel Sachen einzusammeln. So, Steinspitzhacke. So, machen wir doch gleich mal drei. Ne, vier, komm. Ich habe doch so viel. Das war nicht so schlau von mir. Ich Idiot. Wobei, ich Depp. Ich sollte erstmal ein bisschen Stein hacken, bevor ich überhaupt sowas machen kann. Aber egal. So. Ich habe mal wieder nicht weit genug in die Zukunft gedacht. War ein bisschen dumm. So. Ich hacke jetzt einfach mal, bis die Steinspitzhacke hier aktuell kaputt ist. Und dann hole ich mir neue. Und dann schaue ich mal, wo hier der nächste Höhleneingang ist. Ich meine vorher welche gesehen zu haben, aber vielleicht war es auch nur so ein kleiner Dingens wie hier. Muss ich mal schauen. Ja. Und was gibt's noch? Nichts. Ja. So. Unsere Spitzhacke ist kaputt und deswegen gehe ich jetzt neu machen. So. Dieses scheiß Holzwerkzeug schmeiße ich immer weg. Das brauche ich nämlich nicht. So, jeweils vier. Und dann haben wir auch vier Spitzhacken. Die tue ich mal hier hinlagern. Und hier tue ich die hin. So, die Wooden Pickaxe schmeiße ich gleich mal hier ins Wasser. Die brauche ich nämlich nicht. So, hier weg mit dir. Nein! Oh Gott. Wie ich's hasse. So. Okay. Leider ist jetzt gleich die Zeit um. Aber wie gesagt, im nächsten Part geht es dann etwas lustiger zu, denn da werden wir dann eine Höhle erkunden. Und ich bin mal gespannt, ob ich draufgehen werde oder nicht. Ich werde diesmal auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Deswegen sehen wir uns dann gleich wieder. Macht's gut.